Der Branchentreff Medien der LMU München bietet den Studenten vor allem eins: geballte Kompetenz aus der Praxis. 12 Medienunternehmen und Ausbildungsstätten warten auf interessierte Studierende. Wir hoffen natürlich, auf der einen Seite Praktikanten zu finden, auf der anderen Seite aber auch Werkstudenten. Und die LMU hat einen sehr guten Ruf und da freuen wir uns natürlich über Bewerbungen von den Studenten hier. Ungefähr die Hälfte von unseren Teams besteht wirklich aus Studenten und deshalb sind wir sehr gerne an Universitäten, um auch wirklich den Kontakt mit den Studenten zu haben. Zudem versuchen wir immer, mit interessanten Studenten Kontakt zu halten und da einfach uns viel zu vernetzen, um da auch für später einfach unseren Nachwuchs zu sichern. Neben Jobs bietet der Branchentreff auch ein persönliches Kennenlernen. Ich glaube, es ist immer besser, wenn man face-to-face mit Leuten spricht, weil ich glaube, es ist einfacher, so an Informationen zu kommen. Und heutzutage ist es auch schwierig. Im Internet wird man mit Informationen überflutet und man hat absolut keine Ahnung, was davon stimmt und ob die Leute einen wirklich anwerben wollen. Das ist von Angesicht zu Angesicht natürlich leichter. Und man knüpft natürlich ganz tolle Kontakte, weil hier Entscheider vor Ort sind, die Sie als Student möglicherweise so nie wieder treffen könnten, wie heute hier in der LMU. Und diese Entscheider dürfen die Studenten beim Branchentreff dann auch ganz individuell löchern. Naja, sie können direkte Fragen stellen. Wenn es irgendwie Probleme gibt, sagen wir Anerkennung der Studienabschlüsse oder dann auch nochmal gezielte Fragen, bin ich überhaupt geeignet, kommt das für mich in Frage? Und hier habe ich halt die Möglichkeit, mich sehr, sehr speziell und individuell zu informieren. Und es gibt noch etwas, für das es sich lohnt zu kommen. Also zum einen kannst du dir alle Zeitungen von uns kostenlos mitnehmen, was natürlich ganz nett ist. Aber zum anderen kann ich einen guten Einblick in die Akademie geben, weil ich selbst als Journalistenschüler dort bin und quasi mal fundiert darüber berichten, wie es ist, aus dem Haus heraus zu berichten. Neben den persönlichen Antworten, Jobaussichten und Lesestoff und Getränke für die nächste Woche bietet der Branchentreff ein weiteres Feature. Ich bin gekommen, um meinen Lebenslauf anschauen zu lassen. Hier gibt es von der Bundesagentur für Arbeit einen kostenlosen CV-Check. Aber nicht nur für die Studenten lohnt sich der Branchentreff. Auch die Unternehmen profitieren vom Tag an der LMU. Talentierte und hochmotivierte Studierende überlegen sich sehr genau, bei welchen Unternehmen kann ich mir einen guten Berufseinstieg vorstellen. Und je besser der Kontakt natürlich zu den Unternehmen ist, je persönlicher, je hochwertiger die Informationen sind, die ich bekomme, desto besser ist das natürlich auch für Unternehmen, wenn sie dann hier die richtigen Leute finden.